Moin Moin, was geht ab? Mein Name ist Leon und in diesem Video möchte ich über eine Erkenntnis sprechen, über eine Sache, die ich hoffentlich nicht mit ins nächste Jahr mitnehmen möchte. Aber zuallererst wünsche ich dir ein frohes neues Jahr und ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ich hoffe, du hattest viel Spaß, konntest es genießen und hattest eine schöne Zeit. Und das ist eigentlich auch ein guter Anlass für das Thema, über das ich sprechen möchte. Ich habe nämlich für mich in den letzten Tagen etwas beobachtet. Und zwar habe ich Leute beobachtet, vor allem auf YouTube, die darüber gesprochen haben, dass sie an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie mega erfolgreich sind, in Anführungszeichen. Sie haben irgendwie einen YouTube-Kanal, der gut läuft. Sie haben Unternehmen, die gut laufen. Und äußerlich sieht es aus, als wären sie an einem Punkt, wo ganz, ganz viele Leute hinkommen möchten. Und das Verrückte ist, in diesem Video sagen sie, dass sie an dem unglücklichsten Punkt in ihrem Leben gerade sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wollen damit aufhören, was sie gemacht haben, wollen irgendwas ändern, wissen aber es auch meistens gar nicht und sind einfach grundsätzlich verdammt unzufrieden. Und je älter ich werde, umso größer wird das Puzzle, was ich mir irgendwie baue in meinem Leben. Und ein Puzzleteil wurde in den letzten Tagen, vor allem durch diese Art von Videos, aber auch durch Bücher, die ich gelesen habe und allgemein die Erfahrungen, die ich so in meinem Leben gesammelt habe, ein Puzzleteil wurde dadurch erweitert. Und das hat für mich ein großes Bild ergeben. Und zwar leben wir heutzutage in einer Zeit, und das kann man wirklich sehr, sehr wertschätzen, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, aber wir leben in einer Zeit, in der es wirklich schwer ist, einen Sinn für sich im Leben zu finden. Die Generation vor uns, und also unsere Eltern und unsere Großeltern und die Generation alle davor, die hatten die Herausforderung, im alltäglichen Leben zu überleben. So, da gab's keine Frage. Man musste relativ früh anfangen, im Leben zu arbeiten. Man musste sich ein Haus bauen, man musste dafür sorgen, dass das Haus warm ist. Man musste seine Familie ernähren, man musste erstmal überhaupt sich ernähren. Man musste einen Job finden, man musste hart mit den Händen arbeiten. Und man hatte einfach wirklich jeden Tag Herausforderungen, einfach das Leben zu bestreiten. Nur sind unsere Generation, dazu zähle ich mich natürlich auch, und die nachfolgenden, die jüngeren Leute mit ein. Wir sind an einen Punkt gekommen, vor allem in Deutschland, an dem es uns sehr, sehr, sehr gut geht. Und es ist nicht nur Deutschland, es ist weltweit im Westen sehr, sehr verbreitet, dieses Phänomen. Uns geht es wirklich verdammt gut. Wir haben äußerlich alles, was man braucht, um ein gutes Leben zu führen. Aber trotzdem ist man irgendwie verdammt unglücklich. Und trotzdem haben so viele Leute Depressionen. Trotzdem sind die Suizidraten hoch. Es sind wirklich viele Probleme, viele mentale Probleme, die auftauchen. Und das ist doch eigentlich ein interessantes Phänomen, wenn man jetzt mal betrachtet, dass äußerlich alles vorhanden ist für ein grundsätzlich glückliches Leben. Wir haben ein Leben, was sich die Menschen vor Tausenden von Jahren gewünscht haben. Nicht nur Tausenden von Jahren, daraufhin haben die letzten tausende Generationen von Menschen hingearbeitet auf dieses Leben. Nur ist eben die Herausforderung für uns, das ist so mein Puzzleteil, was ich mir jetzt gebaut habe in der letzten Zeit, ist die Herausforderung mit uns, nicht noch größer zu werden, noch mehr zu erreichen, noch erfolgreicher zu werden, sondern es ist die Herausforderung, mit uns selber zufrieden und glücklich zu sein, mit dem, was ist. Und wenn ich jetzt mich mal auf YouTube umschaue, dann ist das Problem, was ich sehe, dass uns ein Traum verkauft wird, dass jeder erfolgreich werden muss in irgendwas. Er muss Millionär werden, er muss reich werden, er muss Geld haben, er muss Frauen haben, er muss irgendwas im Leben bekommen, was er jetzt noch nicht hat. Und meine Theorie ist dazu, dass uns Menschen ein Traum verkauft wird. Und uns Menschen kann nur etwas verkauft werden, wenn wir etwas noch nicht haben. Und das Interessante ist, wir haben alles. Grundsätzlich. Uns kann man nicht noch mehr Essen verkaufen, noch mehr Klamotten verkaufen. Klar, das funktioniert alles noch. Aber grundsätzlich muss uns ein Traum verkauft werden. Und zwar ein Traum, dass wir irgendwann im Leben glücklich sind. Endlich glücklich sind. Und was ich daran so spannend finde, ist, dieser Traum basiert eigentlich auf einem Leben, was grundsätzlich schon alles hat. Und ich merke in dem Moment, wo die Menschen einen Traum verkauft bekommen, und das sieht man auch in diesen ganzen Videos, wo es um Coachings geht, wo um Speaking geht, auf der Bühne zu stehen, dort gehen zehntausende Leute hin,
die wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um irgendwas, sage ich mal, sich anzuschauen von jemandem, der versucht zu erklären, wie man erfolgreich im Leben wird. Und in dem Moment merken die Menschen eigentlich gar nicht, dass das Einzige ist, was sie tun, sich etwas reinzuziehen, was ihnen das Gefühl gibt, erfolgreicher zu werden. Und das ist auch das Problem mit diesen ganzen YouTube-Videos, und zähle mich dazu. Ich habe auch solche Videos schon gemacht. Und zwar steht dort eine Person, die versucht dir zu erklären, dass so wie du gerade bist, dass irgendwas noch nicht in Ordnung ist und deshalb musst du die und die Schritte tun, um endlich glücklich zu sein, um endlich zufrieden zu sein, um endlich erfolgreich zu werden. Und in unserer Gesellschaft wird Erfolg irgendwie nur noch in diesen Dimensionen von Geld und Macht und vor allem auch Reichweite, dieses ganze Follow-up-Game, dieses ganze, ich muss irgendwie Leute beeinflussen oder erreichen und so weiter. Dort wird alles gemessen. Und jetzt sehe ich aber diese ganzen YouTube-Kanäle, die einfach das haben, was sie eigentlich, wonach die meisten Leute streben, und die sind trotzdem verdammt unglücklich und unzufrieden. Und da für mich klar geworden, dass uns einfach ein Traum verkauft wird, den eigentlich gar keiner haben will. Der einzige Grund, warum sich so viele Leute auf den Weg machen, ein Unternehmen gründen, irgendwie, also in der heutigen Zeit, so sage ich mal, YouTube-Kanäle starten, Videos drehen, irgendwie hustlen, irgendwas verkaufen. Der Hauptgrund, warum die meisten Leute das machen oder starten, ist es, erfolgreich zu werden oder reich zu werden. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem und auch ein großes Learning für mich, dass dieser Weg versucht wird zu überspringen, der dort ist, und dass immer nur geschaut wird, was ist das Ziel? Also für mich ist das Problem, dass dabei nicht auf das geschaut wird, was man macht oder was man gerne macht, sondern es wird darüber geredet, dass man etwas machen muss, um irgendwann anzukommen und endlich glücklich zu sein. So, aber das ist ein Trugschluss, weil im Endeffekt kann man nur, und das ist das, was ich mir für dieses Jahr vornehme, in dem Moment, wo man jetzt gerade ist, mit den Lebensumständen, die man gerade hat, glücklich sein, zufrieden sein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, es gibt gar keinen Punkt in der Zukunft, wo man glücklich sein kann. Und ja, deshalb ist für mich auch ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Erkenntnis, ich werde mit diesen täglichen YouTube-Videos vorerst erstmal aufhören. Ich möchte nicht jeden Tag mich unter Druck setzen, ein Video zu produzieren, sondern ich möchte einfach einem gewissen Flow folgen, weil ich habe einfach auch immer das Problem, ich möchte irgendwie versuchen zu kontrollieren, was ich mache, ich plane meinen Tag, ich möchte irgendwie allem, sage ich mal, einen gewissen Sinn geben. Und damit möchte ich jetzt aufhören. Ich möchte einfach das machen, woran ich Spaß habe. Und wenn ich bin ziemlich sicher, ich werde jeden Tag immer noch Videos aufnehmen und filmen, aber ich will mich nicht jeden Abend ransetzen und ein Video machen, wenn ich vielleicht auch jetzt gerade, wo ich bin, einfach mal rausgehen könnte, um am Strand zu sitzen, um mit meiner Freundin die Zeit zu genießen. Genau, das ist so die Erkenntnis, weil ich hab gemerkt, mir wurde auch ein Traum verkauft. Und zwar, dass ich gerade nicht glücklich bin und erst glücklich sein werde, wenn ich zum Beispiel einen erfolgreichen YouTube-Kanal habe. Oder wenn ich irgendwie an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, wo ich noch freier bin. Aber eigentlich bin ich sehr, sehr frei. Ich habe genau mit meinen Lebensumständen für mich das Beste draus gemacht, was ich hätte machen können. Und ich glaube, das ist auch darum, worum es geht. Es geht darum, dass man aus dem, was man hat, aus den Situationen, die man hat, das Beste zu machen, was man machen kann. Und dazu fällt mir gerade noch was anderes ein, was ich letztens gelesen habe. Und zwar ist das Problem auch in der heutigen Zeit, dass wir uns immer ähnliche Leute anschauen. Und vor allem, wenn man jetzt auch in Richtung Hollywood, diese ganzen Filme, die man sich anschaut, Promis, etc. Man hat immer ein Bild von Leuten vor Augen, mit dem man sich konstant vergleicht. Und das Interessante ist, wenn man gar nicht wüsste, mit wem man sich vergleichen könnte, wenn man nicht in diesem Internet, in dieser Internet-Bubble wäre, dann würde man ja gar nicht anzweifeln, ob man zufrieden ist mit dem, was man eigentlich hat. Weil man kennt ja gar nichts anderes. Sondern man sieht immer durch das Internet auch, was andere Leute haben, was man selber noch nicht hat und weshalb man vielleicht unbewusst unglücklich ist, weil man merkt, ich habe nicht so viel Geld, ich habe nicht das Aussehen, ich habe nicht den Reichtum, die Freude, was auch immer, alles, was die Leute angeblich haben. So, das habe ich alles nicht und deshalb bin ich unglücklich. Wenn man aber gar nicht diese Vergleichbasis hätte, und es geht ja immer näher nach oben, selbst ultrareiche Leute vergleichen sich noch mit ultrareichen Leuten, dann hätte man gar keinen Grund, seine Lebensumstände anzuzweifeln und sich als unglücklich
hinzustellen oder zu fühlen, unglücklich zu fühlen, das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern man wäre ja grundsätzlich mit den Lebensumständen, die man hat. Und jeder hat ja verdammt besondere Lebensumstände. So, jeder Mensch hat ein ganz anderes Leben. Und es liegt ja nicht daran, weil die sich das ausgesucht haben, sondern es ist ja irgendwie durch eine gewisse Zufälligkeit oder Sinn oder Schicksal dazu gekommen, dass ein Leben, ein Mensch, ein bestimmtes Leben führt. Ich bin nur an meinem Punkt, weil ich durch irgendwelche Zufälle hier hingekommen bin. Nicht, weil ich aktiv alles kontrolliert habe und entschieden habe, was passiert. Und so wirst du das auch für dein Leben haben. Du wirst nicht dir ausgesucht haben, wo du lebst. Und vielleicht bist du auch unglücklich mit dem, was gerade ist. Aber die Lösung darin besteht nicht, irgendwas zu tun, weshalb du glücklicher wirst. Sondern die Lösung besteht darin, mit dem zufrieden zu sein oder dort erstmal anzufangen, zufrieden zu sein, wo man gerade ist. Und damit zufrieden zu werden. So, es waren jetzt ganz, ganz viele Punkte, die mir gerade so in den Kopf gefallen sind. Aber ich habe für mich wirklich gemerkt, dass so viele Leute im Außen nach etwas suchen, was man gar nicht finden kann. Ist ja logisch. Und es ist auch klar, ich habe schon gefühlt hunderte Bücher darüber gelesen, das Glück ist nicht im Außen. Aber ich merke es jeden Tag wieder in diesen gewissen Kleinigkeiten, dass man so geprimed darauf ist, dass dieser Traum einem verkauft worden ist, dass irgendwann etwas kommt, weshalb man zufrieden ist, dass jetzt einfach verrückt. Und das Schöne ist ja, man kann Leute beobachten, die an diesen Punkt gekommen sind, die wirklich viel Zeit ihres Lebens dafür geopfert haben, endlich an diesem Ziel anzukommen. Und das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber man sieht an diesen Menschen, dass dankbarerweise kann man sehen, dass die auch nicht glücklicher sind. Die fühlen sich auch nur genau gleich wie man selber. Und von daher, was ich mit ins nächste Jahr nehmen will, ist jetzt ein langes Video, aber was ich mit ins nächste Jahr nehmen möchte, ist, ich möchte einfach zufriedener sein mit dem, was gerade ist. Es gibt gar keinen anderen Weg, als mich selbst so zu leben, mit dem genau gerade was ist, im Hier und Jetzt. Und das möchte ich mich möglichst häufig im nächsten Jahr erinnern, wenn ich wieder irgendwas Neues anfangen möchte, wenn ich irgendwo mich zu überrede, wenn ich irgendwo versuche, Disziplin aufzubauen und so weiter, dann ist das alles nicht basierend darauf, dass ich ultimativ gerne Freude an dieser Sache hätte, sondern es basiert darauf, weil ich irgendwie denke, ich muss das und das erreichen, ich muss den und den Körper haben, ich muss so und so viele Videos uploaden, weil dann bin ich irgendwann erfolgreich und dann bin ich irgendwann glücklich. So, jetzt auf dieses Beispiel mit YouTube bezogen. Sondern ich mache das, was mein Bauchgefühl mir sagt, woran ich Freude habe und bin dann ziemlich sicher, dass ich damit dann am Ende meines Lebens sagen kann, ich war möglichst häufig zufrieden in dem Moment, wo ich gerade bin. Und nicht, ich muss irgendwo ankommen und dann bin ich glücklich. Von daher, dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema auf YouTube, in Büchern und so weiter, ist echt mit Vorsicht zu genießen, weil alle Leute, die dir ja auch schon ein Buch verkaufen, ein YouTube-Video verkaufen, wie auch immer, die verkaufen dir einen Traum. Und dieser Traum, ja, klingt schön, aber da er im Außen ist, wird er dich nicht glücklich machen, egal was du erreicht hast. Ja. Ja, und von daher, vielleicht hat es dir gefallen, vielleicht hat es dir ein paar Gedanken angeregt. Das war jetzt einfach mal so mein Schwall an Gedanken, die ich mit ins neue Jahr nehmen möchte, die mir hoffentlich im Bewusstsein bleiben. Und wenn dir sowas gefällt, lass mir gerne ein Abo da. Ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Tag. Genieß ihn. Mach das Beste daraus. Hau rein.